Liebe Freunde, und damit willkommen zurück hier in Victoria 3. Und ja, trotzig Hannover, trotzig, und die sind immerhin unnahbar. Wir müssen jetzt noch ein paar Leute hier eigentlich dazu bringen, uns mal zu unterstützen in irgendeinem Anführerspiel, das Gute ist oder das Thema ist. Wir könnten tatsächlich langfristig sogar hier noch was machen. Denn, liebe Leute, ja, denn ich glaube, dieses Spiel, also dieses, wir haben hier Kaiserreich Japan schuldet uns eine Verpflichtung. Lübeck, Mecklenburg, Nassau, Französisch, Südafrika, ja. Okay. Und Verpflichtungen entbinden. Und was ist mit Kaiserreich Japan? Sind die... Nee, tatsächlich, die sind unabhängig. Das ist ja hervorragend, okay. Schön. Machtblock unbeteiligt. Nur minus 12, liebe Leute. Na gut, aber ich meine, machen können wir damit eh nicht viel. Wir erklären mal ein Interesse und dann schauen wir mal weiter. Revolution in Persien. Ja, das wäre natürlich auch was für uns, liebe Leute, ne? Die Revolution in Persien. Ägypten will auf die eine Seite. Mhm. Und was haben wir hier? Peru, Bolivien gegen den amazonischen Aufstand. Jawohl. Und da sind wir wieder mit am Start, liebe Leute. Und da sind wir wieder mit am Start. Das könnt ihr aber wissen. Ja, Peru-Bolivien könnten wir natürlich auch mitholen. Irgendwann mal in unseren Machtblock. Wir sind bei minus 124. Ich glaube, da holen wir lieber den amazonischen Aufstand. Das würde uns hier nämlich nochmal deutlich mehr bringen. Da sind wir mit am Start. Im amazonischen Aufstand. Und zwar, ich würde sagen, für eine Verpflichtung machen wir damit. Und bringen wir unsere ja mittlerweile doch schon ziemlich große Truppe. Da müssen wir nochmal ein bisschen was abspalten hier. Wir haben hier 16, 17. Also 17 Grabeninfanterie brauchen wir. Das heißt, ja, ein bisschen Puffer ist auch immer nicht schlecht. Mal 12 rüber zur zweiten Armee. Machen, bestätigen. So, sieht es doch ganz gut aus. So, und dann kommt die dritte Armee an die Front. Selbstverständlich. Boah, die scheiß Russen, was ist denn das? Nee. Aber aus welchem Grund stellen sich denn die Russen gegen uns? Sofort vor allem. So eine Kacke, echt. Hey Leute, dann war es das wieder. Da machen wir nicht mit. Dann sollen die Russen das da, auskämpfen. Da bin ich nicht mit am Start. Da habe ich keine Lust drauf, sage ich euch ganz ehrlich. Okay, legitime Regierung immerhin. SPD und die Fortschrittspartei. Naja, die Nazi-Partei ist rausgeflogen. Die Nazis, liebe Leute, die kleinen Bürger. Wahnsinn. Ich weiß nicht genau, was mit Russland ist, warum die uns so dermaßen hassen, aber sie hassen uns auf jeden Fall. So, wie sieht's hier aus? Investitionsfonds steigt weiter. Das ist schlecht. Das ist aber wirklich schlecht, liebe Leute. Wir schauen mal, ob wir hier noch irgendwie pneumatische Werkzeuge, Plastik, Lichtbogen schweißen. Ja.
Nein, was ich suche, ist der... Wie, gibt's nicht noch einen besseren Bau? Stahl-Skelettbau. Ist das schon das Beste, was wir haben? Schweißbau. Ach so. Dafür brauchen wir Lichtbogenschweißen. Alles klar, dann sollten wir Lichtbogenschweißen mal holen, liebe Leute. So, das ist da unten erst. Ach Gottchen. Nee, na dann. Das ist dann was anderes, liebe Leute. Die Träger hätte ich eigentlich auch gerne, dass wir da noch ein bisschen besser sind. Chemische Kriegsführung. Ja. Den ganzen Quatsch dort. So, dann schauen wir mal, was wir mit den Japanern machen können. Jetzt sind sie plötzlich bei minus 573. Ein Forcible-Vorteil, okay. Gut. Dann sagen wir von Verpflichtung entbinden. Und sind glücklich damit. Okay, nichtsdestotrotz, wir müssen den Bausektor ausbauen. Also, wenn das immer weiter voll läuft dort. Dann müssen wir das wohl leider machen, liebe Leute. So, die Bengalen sind feindselig schlechte Beziehungen mit uns. Spanien feindselig schlecht, auch. Belgien auch, beide Sizilien auch. Okay, also wir haben sehr viele Feinde. Joa. Mal schauen, vielleicht kriegen wir ja nochmal ein Bündnis zusammen irgendwann. Also, mit den Bayern haben wir ja ein Bündnis. Nun ja. Wahrscheinlich mehr wird nicht passieren. Nehme ich mal an. Aber da könnte man mitkämpfen bei Persien. Um das Land dort zu spalten, bringt uns das was? Wahrscheinlich nicht. Den Natsch annektieren, Norwegen annektieren. Da könnten wir eigentlich auch mitmachen. Hier sind wir dann mal raus. Nicaragua der Kommunisten. Ist Venezuela mit am Start. Ne, Kolumbien. Aber auch eigentlich Quatsch da mitzumischen, liebe Leute. Eigentlich auch Quatsch damit zu mischen. Hyung Ji-im wird in Baden angestellt. Er ist ein Theokrat. Er wird bei uns nicht angestellt. Autonomie verringern in Ecuador. Das mache ich doch gerne. Die Sachsen freuen sich. Schön. Die Westfalen, die sind immer noch böse, liebe Leute. Ne? Die sind immer noch böse. Ja, da die Beziehungen aber auch immer noch kalt sind. Was es jetzt natürlich auch nicht ganz so gut macht. Anti-belgische Gesellschaft. Von mir aus. Dann gibt es halt eine anti-belgische Gesellschaft von mir aus. Engpass im Oman. Im Oman klappt nicht viel, liebe Leute. Das muss man einfach mal so sagen. Das ist auch echt schlecht, dass da nicht so viel klappt. Also wirklich ärgerlich. Also Qualifikationen sind schlecht, Arbeitssuchende schlecht. Hier ist alles Kacke hier im Oman. Naja. Schauen wir nochmal auf unseren Markt. Wie sieht's da aus? Opium weiterhin teuer, der Rest geht mittlerweile. Also Elektrofabriken müssen wir auf jeden Fall noch einige bauen.
ist ja unglaublich viel, also viele Leute in unser Land jetzt migrieren. Ich weiß gar nicht, wo wir die alle unterbringen sollen. Haben wir überhaupt so viele? Ah, Rüstungsfabriken haben wir. Das ist schön. Luftaufklärung, Panzerfahrzeuge. Sehr gut. Rüstungsfabriken werden wir zuallererst mal bauen. Ja, in Württemberg würde ich sagen. Oder in Baden. Also. 1, 2, 3, 4 würde ich mal behaupten. Und währenddessen müssen wir weiter unseren Bausektor ausbauen. Das ist unglaublich. Piemont kriegt hier nochmal 10 Stufen, liebe Leute. Der erste Flug. Ich bin ein Vogel. Ein guter Jahrgang. 5% Prestige oder Weinausstoß. Wir nehmen dann mal den Weinausstoß, würde ich sagen. Jo. Filmkunst, auch nicht schlecht. Da können wir was modernisieren. Ihr merkt, die Events kommen Schlag auf Schlag, liebe Leute. Also wirklich Schlag auf Schlag. Da, Filmkunst. Sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Internationale Handelsstandards. Was haben wir hier? Champasak. Da brauchen wir auch nicht mitmachen, liebe Leute. Das ist Quatsch. Hamburg möchte uns ausländische Investitionsrechte gewähren. Ja. Da würde ich mal nicht Nein sagen. Hamburg ist der nächste, der in unseren Machtblock nämlich kommt. Hoffentlich. Glaube ich, Finanzierung starten wir auch. Und sobald wir hier bei 200 sind. Sind die hoffentlich bei uns mit am Start. Genau, Oldenburg ist ja raus quasi mehr oder weniger. Sich ja verabschiedet. Gebaut. Sprengstoffwerke. Okay, auch nicht schlecht. Britische Republik möchte einen Handelsvertrag mit uns eingehen. Beziehungen sind herzlich. Mhm. Also das ist recht spannend, liebe Leute. Das könnte uns natürlich langfristig auch nochmal... Ich würde sagen, den nehmen wir mal mit. Das ist zwar relativ viel, Einflusshebelerzeugung und so weiter, aber das werden wir mal tun, liebe Leute. Das werden wir mal tun. Und dann können wir hier nämlich auch die Beziehung verbessern, relativ zeitnah rausnehmen. Das würde uns auf jeden Fall nochmal was bringen. Wahnsinn, 1,29 Millionen. Ich glaube, es wird aber wieder ein bisschen weniger, wenn ich das richtig sehe, oder? So, die Rüstungsfabriken werden gebaut. Die brauchen natürlich richtig viel. 800 Bau brauchen die. So eine Mine braucht noch 400. Aber... Da können wir neue Mobilisierungsoptionen nehmen. Und zwar... Ja. Flugzeuge. Die helfen uns natürlich auch, liebe Leute. Und langfristig müssen wir natürlich den deutschen Vereinigungskandidaten hier Österreich irgendwie... Ich weiß nicht genau, wie wir es machen wollen mit Österreich. Mit denen haben wir eigentlich gute Beziehungen. Eigentlich, Das müssen wir halt alles kontrollieren, also auch die Bayern eigentlich. Süddeutscher Bund, den kann man beispielsweise nur gründen, den Rheinbund kann man auch nur gründen, Mitteleuropa kann man nur gründen, aber Deutschland,
da gibt es ein Anführerspiel. Ne? Das ist auch echt spannend, dass man da ein Anführerspiel machen kann. Bei den anderen nicht. Ne? Preußen, Bayern, Bremen. Wahnsinn. Warum unterstützt Bayern? Naja, die Preußen sind natürlich auch gegen uns. Argwöhnische Haltung ist auch echt schlecht, muss man einfach mal so sagen. Ja, da sind die Beziehungen so gut mit uns. Also einvernehmliche Beziehungen und trotzdem argwöhnische Haltung. Potenzielle Bedrohung. Verbesserung der Beziehung zu einem bayerischen Rivalen. Rivalität mit Sachsen. Ja, naja, gut, Leute, die sind halt in unserem. Sind halt jetzt in unserem Markt sozusagen. Das ist halt auch ein bisschen Quatsch, wa? Honduras. Griechischer Aufstand. Da werden wir uns auch raushalten. Genau, 6 Wochen noch, dann gehen unsere Rüstungswerke zum ersten Mal an den Start. Das ist auch ein großer Punkt, liebe Leute, ne? Ölbohranlagen sollten wir damit dann nämlich auch mal ein bisschen ausbauen. Badensisch Hormus. Hier die Schulden einmal übernehmen. 43.000, die übernehmen wir. Beziehungen sind herzlich, aber nur bei plus 31. Potenzieller Freund. Verteidigungspakt. Investitionsrechte gegenseitig. Wir könnten hier noch eine Finanzierung machen. Die Unabhängigkeit garantieren können wir auch noch machen. Dann müssten wir doch eigentlich langsam auf die 200 kommen. Wenn wir die Verpflichtungen auch auf jeden Fall noch einfordern. Dann sollte das doch eigentlich gehen. Ja, sehr schön. Das ist fertig und damit können wir hier einmal auf die Luftaufklärung mit umschalten. Sehr, sehr cool, liebe Leute. Ja, sehr, sehr cool. Problem ist, wir haben weiterhin halt ein bisschen wenig Opium und ich weiß auch noch gar nicht genau, wie wir an Opium rankommen. Das wäre halt wirklich der letzte Punkt, liebe Leute, wenn wir irgendwie es noch schaffen würden, an Opium ranzukommen. Das muss man halt ganz ehrlich mal so sagen. Das wäre der letzte Punkt noch. Der letzte große Zipfel. Ich weiß nur nicht, wie wir das machen sollen, liebe Leute. Das ist halt so ein Thema. Das weiß ich halt wirklich nicht, wie das gehen soll. Können ja auch noch mal ein bisschen gucken auf unseren Markt und dann kann man ja immer so ein bisschen cheaten, sage ich mal. Ne? Also jetzt hier Opium und dann Vorkommen. Ja, da sieht man hier relativ viel. Ah, das ist alles Bengalen. Ihr seht, da gibt es viel Opium. Hier gibt es gar nichts. Kolumbien gibt es noch ganz bisschen. Aber eigentlich auch verschwendend wenig. Und das ist alles Französisches Kaiserreich, britisch. Da haben wir ja unseren kleinen Zipfel geerbt, sage ich mal. Arabistan. Was ist so mit denen eigentlich? Die sind Russland. Die Sache erledigt. Tja, Bengalen sind halt noch so Rivalen von uns. Da könnte man tatsächlich noch mal irgendwie was tun. Aber ansonsten, Leute, sehe ich da nicht viel Chancen. Die gehören auch zur britischen Republik. Hier gibt es schon überall kein Opium mehr, ne? Also eigentlich nur bei den Bengalen, liebe Leute. Und die Bengalen haben ein Embargo.
Natschter Bauernaufstand. Ist ja die Frage, ob sich deswegen ein Krieg lohnt, liebe Leute. Also wegen dem bisschen Opium lohnt sich deswegen ein Krieg oder lässt man es halt sein? Ich denke, man lässt es lieber sein. Ja. Braunschweig, uninteressierte Haltung. Das ist ja auch spannend. Rivalität mit Preußen, Verteidigungspakt mit Hannover, okay. Warum seid ihr bitte an uns uninteressiert? Alte Beziehung, da müssen wir auch ran, liebe Leute. Das sind die nächsten hier, die wir auf jeden Fall noch mithaben wollen. Also entweder auf friedlichem Wege oder... Ja, ihr wisst Bescheid, ne? Transport in Badensisch-Provence. Ist dort sehr teuer, okay. Weil niemand in der Eisenbahn arbeitet. Ja, super. Kann ich leider auch nicht viel dagegen machen, wenn niemand in der Eisenbahn arbeitet. Das ist blöd, liebe Leute. Tja. Verbrauchssteuern, Wein, Porzellan. Okay. Gut, ansonsten, wir verbessern fleißig die Beziehungen. Das ist, glaube ich, nicht verkehrt. Hamburg müsste doch langsam bereit sein, hier in unseren Machtblock zu kommen. Nee, die sind erst bei 171, okay. Schade eigentlich. Vorsichtige Haltung von Katiri. Hat denn Katiri noch eigentlich irgendwas? Unabhängigkeit garantieren, ja, okay. Haben eigentlich nur Ölbohranlagen. Ja. Brauchen wir eigentlich auch nicht viel zu erwarten von denen, muss man mal so sagen. Da könnte man auch das Regime stützen. In Sachsen. Ja, auch mal wieder ein Blick auf unsere Klientelländer. Glaube ich, wäre an der Zeit. 14%. Prozent. 63%. Bei Schleswig. Westfalen weiterhin böse, liebe Leute. Grundwert, coole Beziehungen, kühle Beziehungen, schuldigt bitte. Trotzige Haltung, da. Französisch Südafrika, da machen wir gar nichts. Verdiente Beförderung, die würde ich sagen, nehmen wir an. Hat er sich verdient? Jo. Und dann sind wir jetzt auch schon langsam wieder mit unserem Einfluss, ne, in akzeptablen Bereichen. Wir sind bei nur 24 plus. Ne? 1,04 Millionen, ja, der Investitionsfonds schmilzt ab, liebe Leute. Langsam, aber sicher, muss man ja so sagen. Sehr schön. Da freuen wir uns, da freuen wir uns, da freuen wir uns. Schauen wir mal auf die Marktpreise. Also Autos sind schweineteuer, unglaublich. Motoren auch. Da können wir auf jeden Fall ran. Warum ist... Aha. Weil die Handelsrouten so viel rausnehmen. Okay. Papier ist auch sehr teuer. Ja. Okay. Also Industrie bauen. Papier mit der großen Kelle, würde ich sagen. Elektrofabriken hatten wir ja auf jeden Fall noch gehabt. Machen wir mal in Baden 5 und Piemont 5. Motorenwerke war auch so ein Thema. Ja, dann nehmen wir mal hier 8 Stufen. Hier eine. 3.
eine weniger. 5 obendrauf. So soll's klappen, liebe Leute. Die weißen Immigranten. Ein Strom wohlhabender englischer Immigranten, die vor dem kommunistischen Regime in der britischen Republik geflohen sind, haben in Baden Zuflucht gesucht. Sie erzählen Geschichten über revolutionären Terror und die ungezügelten Exzesse des Proletariats, um Gottes Willen. Ja. Eine äußerst tragische Zug. Charakter erscheint in Baden. Tja, die Frage ist, was für ein Charakter erscheint in Baden, ne? Also plus 12% Migrationserziehung, Pop-Unterstützung von Räterepublik. Ich glaube, wir nehmen mal Staatsreligion. Ja, natürlich. Religion beschließen, Unterstützung, Mittel. Ja, warum? Okay. Also die Franzosen sind böse, weil feindselig. Bedrohliche Macht. Eine Verbesserung der Beziehung zu einem französischen Rivalen. Rivalität mit... Mit wem verbessern wir denn die Beziehung? Ach, Leute, ihr seid mir aber auch hier irgendwie... Kann Land in Machtblock einladen. Ja, sehr schön. Und zwar Hamburg. Das dachte ich mir. Also hier sehe ich jetzt keinen Prozentwert. Akzeptieren. Dann sollen sie es akzeptieren, bitte. Hamburg akzeptiert unsere Einladung. Super. Dann würde ich sagen, Finanzierung, die geht weg. Lobbyfinanzierung geht weg. Beziehung verbessern wir auch nicht mehr. Aber von der Verpflichtung abbinden wir sie auch auf jeden Fall. Joa. 1915 können wir das erst am 23. Februar. Und das können wir am 2. Juli 1915. Okay, auch nicht schlecht. Nö, na wunderbar, liebe Leute. Alles klar, der Machtblock wächst immer mehr. Das ist auch ganz gut. Bremen wäre dann unser nächstes Ziel, wenn ich das richtig sehe. Ja, schlechte Beziehungen. Genau. Bremen wäre unser nächstes Ziel. Mecklenburg sind schon in unserem Machtblock, ne? Ja, genau. Okay, super. Wie sind die Beziehungen mit Mecklenburg? Nur neutral. Okay, dann gerne eine Verpflichtung entbinden an der von Verpflichtung entbinden an der Stelle. Wunderbar. Super. Was haben wir hier noch? Wir haben ja Lippe, die sind uninteressiert. Aber die sind doch schon in unserem Machtblock, oder? Sehr gut. Und was haben wir hier? Schaumburg-Lippe, die sind auch uninteressiert. Okay, und da haben wir einfach nur zu schlechte Beziehungen, dass wir die einladen können. Naja, gut, okay, aber erstmal in Ordnung, würde ich sagen. Öl wurde in der Elbe entdeckt, ja, alles gut. Wir schauen mal, was unsere Klientelländer dann machen. Nicht wahr? Sehr gut. Hier geht jetzt auch der Unabhängigkeitsdrang endlich runter. Langsam, aber sicher. Schlechte Beziehungen, Grundwert, politischer Druck.
So, Hamburg möchte einen Verteidigungspakt. Brauchen wir nicht. Russland stellt sich auf die Seite Brasiliens. Verbündete einfordern. Nee, da sind wir raus, liebe Leute. Da brauchen wir, glaube ich, nichts mehr weiter mit zu tun, zu haben. Das ist Quatsch an der Stelle. Ja, die Frage ist, was machen wir gegen die Preußen, liebe Leute? Die Preußen haben halt ein Bündnis mit Russland. Das wird ein riesiger Krieg werden. Keine Ahnung, was ich da machen soll. Also, beide Sizilien hier unten, die haben eine Rivalität gegen uns. Aber da lohnt es sich eigentlich auch nicht, irgendwie wen anzugreifen oder so. Also wir haben halt schwierige Ziele mittlerweile, ne? Muss man auch einfach mal so sagen. Auch die Bengalen hier an der Stelle. Also, die einzigen, die ja noch, ich sag mal, mehr oder weniger free wären, sind Boma, die haben einen Verteidigungspakt mit Frankreich. Ja, die sind überall. Die sind überall. Mittlerweile sitzt eigentlich überall irgendeine Großmacht. Das ist mit Venezuela. Die sind tatsächlich noch unabhängig. Ja, liebe Leute. Was machen wir in Venezuela? Die hätten zumindest langfristig Öl. Ich weiß nicht, ob sie es jetzt schon haben, aber langfristig hätten sie auf jeden Fall Öl. Wäre natürlich auch eine Sache. Venezuela könnten wir mit zu uns holen. Ne? Machtblock minus 251. Handelsrouten, wirtschaftlich abhängig, ideologische Ähnlichkeiten. Sie haben mächtige Beschützer. Naja, Spanien, okay. Da könnten wir uns versuchen, natürlich auch nochmal reinzuputschen, liebe Leute. Was ist denn mit Kolumbien eigentlich? Die sind... Die wären es noch, liebe Leute. Die wären es noch. Boah, aber 50 Verrufenheit. Danach ist die ganze Welt wieder böse auf uns. Das können wir eigentlich auch nie bringen. Das können wir eigentlich auch nie bringen, liebe Leute. Ja, schade. Weiß ich ja nicht. Also... Opium wäre halt wirklich noch so eine Sache. Eigentlich bin unentschlossen, liebe Leute. Ich bin unentschlossen. Also die Preußen, das ist eigentlich alles zementiert hier, muss man einfach mal so sagen. Also am Anfang unseres Let's Plays hier waren wir einfach nicht mächtig genug und jetzt sind die Fronten dermaßen krass zementiert, dass ich mich frage, mit welcher Armee und mit welchem, wie auch immer, ich hier durch. Also, was denn nun? Kurdische Einwanderungswelle. Vorfreude auf die große Ausstellung. Naja. Was haben wir für ein Diplomatiespiel? Ah ja, hier. Nee. Schleswig und Schleswig der Faschisten. Okay, alles klar. Ärgerlich, dass wir da mitmachen müssen. Aber ist wohl so. Einvernehmliche Beziehungen, Unabhängigkeit garantieren. Das würde ich eigentlich sehr gerne auch nicht mehr machen. 2. Juli 1915. Ja, das ist ja gleich. Dann nehmen wir das auch weg. Unabhängigkeit garantieren von Hamburg nämlich. So, die Bayern mögen uns wieder. Nein. Trotzige Haltung. Auch trotzige Haltung. Also wahrscheinlich müssen wir da wirklich nochmal vor Ort, liebe Leute. Mit der großen 35er-Truppe gegen keine Bataillone. Ist wohl so.
Hört sich blöd an, aber was willst du machen? Die große Ausstellung, ja, und die Panama-Landenge vermessen. Also das Thema ist, das hat bis jetzt noch keiner gemacht, ne? Und Kolumbien war ja auch so ein Thema. Ich würde sagen, liebe Leute, dann vermessen wir auch mal schnell die Panama-Landenge. Ihr seht, das kostet natürlich Bürokratie, aber die Bürokratie haben wir und vor allem weiß ich gar nicht, wo ich die einsetzen soll. Das war ja aus dieser Grippe-Pandemie, dass wir da so viel, ja, so viel gemacht haben. Warum haben wir eigentlich auch kein Klientelland, was irgendwie mitmacht, liebe Leute? Seid ihr eigentlich alle irgendwie, das ist doch peinlich hier. So viele Klientelländer, sind die alle hier bunt befreit oder was? Dienstbefreiung aufheben, ja. Die sind alle irgendwie böse. Komisch. Ja, gucken wir mal, dass wir da... Ich meine, das ist natürlich auch nochmal so eine Sache. Da könnten wir tatsächlich langfristig auch nochmal ordentlich was rausholen aus unserer Armee, wenn wir halt beispielsweise hier die Sachsen für uns kämpfen lassen, die Parmanesen oder wie die sich nennen, die Kollegen aus Hannover, die haben doch auch ein bisschen Armee, ne? Aber die hatten mal mehr. Naja, gut. Das schauen wir uns an in der nächsten Folge. Ich wünsche euch was. Bis dahin, euer Stifti.